Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Ich hatte das Bedürfnis, endlich mal wieder Bus zu spielen in OMSI. Dafür ist der Simulator ja eigentlich auch gedacht, aber in den letzten Folgen habe ich ja oft Straßenbahn gespielt. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich ja sagen, aber jetzt wollte ich mal wieder Bus spielen und dann habe ich überlegt, welche Karte kannst du nehmen. Und dann ist mir eine Karte eingefallen, die ich auf dem Kanal noch nie gezeigt habe, wo ich immer mir nicht ganz sicher war, ob man die nochmal zeigen soll, weil die ist ja schon ziemlich alt und dann dachte ich, ah, viele von euch wollen die sicherlich nicht sehen, obwohl einige natürlich auch immer geschrieben haben, zeig die doch mal. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls hatte ich jetzt richtig Lust auf Hamburg, war letztens auch noch in Hamburg und dann dachte ich mir, wieso eigentlich nicht? Spielst du mal wieder auf Hamburg und spielst du mal mit dem Bus. Ich weiß gar nicht, also mit dem 3-Generationen-Bus hier. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal gezeigt habe hier auf dem Kanal. Wenn ja, dann kennt er den schon. Wenn nein, ist das jetzt eine Premiere. Naja, in der Zwischenzeit ist einiges passiert und was, das erzähle ich euch während der Fahrt in der Folge. Einige spannende Dinge, die so Bus und sowas betreffen. Genau, aber dazu müssen wir erstmal einsteigen und da möchte ich einmal hier dieses tolle Feature nutzen. Es wackelt hier ein bisschen. Es liegt aber, glaube ich, an der Spawn-Position, beziehungsweise jetzt hat es sich beruhigt. Oh, nee, doch nicht. Naja, ist auch egal. Wir steigen ein, machen den Motor an, nee, die Bordspannung an, die Elektronik. So. Jetzt ist der Motor an. So. Und dann würde ich sagen, können wir uns mal um die Kasse. Oh, wir sehen mal, wie es um die Kasse steht. Dann machen wir erstmal hier dieses Modul rein. Ah, nee, ein bisschen lüften können wir eigentlich noch. So, betriebsbereit. Kursnummer, das ist die 655101. Okay. Ja. Und jetzt sollte das eigentlich dastehen, oder? Ah, wir werden es sehen. Genau. So, und dann machen wir die Türen zu. Haben noch 5 Minuten, können wir die Zeit ein bisschen vorstellen. Und dann fahren wir hier mal über dieses etwas... Ja, wir bräuchten eigentlich einen geländegängigen Wagen hier. Habe ich die automatische Lenkradzentrierung wieder ausgeschaltet? Das ist ja ein Ding. Die muss ich mal gerade anschalten. Hm. So. Das ist ja sonst ein bisschen unvorteilhaft. So. Und jetzt steigt natürlich noch niemand ein, weil das irgendwie draußen nicht dran steht. Ich schau mal gerade. Ziel. Habe ich das einfach übersprungen? Das ist die 33, glaube ich, fahren wir hin. Na, Linie ist ja nicht. Nochmal. 65101. Okay. Und. Okay, und, so, jetzt fehlt immer noch die Linie. Das stimmt nicht ganz. Also irgendwas habe ich hier falsch gemacht. 65101. Also nochmal. Kurs.
65101. Okay. Linie 109. 109. Ah, das war 109, okay, Ziel 33. So. So, ich habe nämlich auf F gedrückt anstatt auf. So, jetzt. War eine schwere Geburt, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt können wir sowieso abfahren. So, jetzt aber zu dem Thema. Ich war noch nicht in diesem Bus, sonst hätte ich das ja gewusst. Interessante Eingabe. Interessantes Eingabesystem. Bisschen nervig, aber. So, jetzt fahren wir aber los. Genau. Es gibt einiges zu erzählen, was ich so gemacht habe, erlebt habe. Und ein paar Sachen dazu, davon kann ich euch heute einfach auch mal erzählen, glaube ich, weil sie ganz interessant sind. Und zwar bin ich Bus gefahren. Also jetzt nicht so regelmäßig, ich mache jetzt keine Busfahrerausbildung oder sowas, obwohl ich mir das auch eigentlich gar nicht schlecht vorstelle. Also wenn alle Stricke reißen, können wir gut sowas vorstellen, aber aber ich bin tatsächlich Bus gefahren, und zwar so ein Citaro, so ein Solobus auf einem Betriebshof, und das war ganz witzig, weil einfach das Gefährt total bombastisch war. Also das ist überhaupt kein Vergleich mit Omsi. Bei Omsi hat man hier so einen kleinen Bus und kann damit durch die Gegend tuckern, aber ein realer Bus, und das war jetzt nicht mal ein Gelenkbus, der ist so riesig und unübersichtlich. Das ist wirklich, ich fand es mal ganz interessant, die Erfahrung. Und dann saß auch so ein Fahrschullehrer neben mir, und dann konnte ich ein bisschen rumfahren. Und ich habe gelernt, immer nach Hinterachse fahren. So. Und in der Zwischenzeit war ich in Hamburg. Ich glaube, das habe ich eingangs erwähnt. Und deswegen bin ich gespannt, wenn wir Richtung Hauptbahnhof fahren, wie es denn da so aussieht. Weil ich finde Hamburg klasse. Ich mag Hamburg richtig. Das ist so, also, wenn mich jemand fragen würde oder mir jemand sagen würde, okay, du kannst hinziehen, wo du willst, dann würde ich vermutlich nach Hamburg ziehen. Ich mag die Stadt irgendwie mit dem Hafen und dieser Speicherstadt. Aber auch die anderen Gegenden da um St. Pauli finde ich auch total interessant. Also es gibt einfach so viel in Hamburg, so viel Gegensätzliches auch. Das finde ich einfach irre interessant, deswegen mag ich die Stadt. Naja, und genau, ich war in Hamburg und deswegen, ja, freue ich mich ein bisschen auf die City. Es ist ja auch ein neues Add-on in der Entwicklung, das schaffen wir, okay. Entschuldigung, schaffen wir doch nicht. Ist ja auch ein neues Add-on in der Entwicklung, Hamburg Hafen City, da bin ich auch mal gespannt. Da freue ich mich auch schon drauf. Weil Hafen, die Hafenregion finde ich eigentlich noch, also das finde ich so, ja, und dann auch so unterschiedlich. St. Pauli, da laufen Gestalten rum, oder so Schanzenviertel ist ja ganz interessant, aber St. Pauli oder so halt die Reeperbahn so und die Gegend da rum, da laufen Gestalten rum, den willst du nicht mal tagsüber begegnen. Und dann aber auch dieses Schickimicki Zeugs da in der Innenstadt, oder auch, ich glaube, Blankenese ist ja auch so um Hamburg rum, und also so gegensätzlich, das finde ich klasse an Hamburg irgendwie. Naja. Würde mich mal interessieren, vielleicht habt ihr ja auch irgendwie, vielleicht seht ihr es ja anders oder seht ihr das ähnlich. Also mein bester Kumpel, der wird da studieren in Hamburg, und da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen neidisch, aber ja. Ich werde bestimmt dann paar Mal vorbeikommen dürfen. So, kommen Sie rein. Bis jetzt fahre ich eigentlich ganz vernünftig, ne? Bin ich selbst ein bisschen überrascht. Nur ich gebe ein bisschen viel Gas, aber der Spritverbrauch von so einem Bus ist ja enorm. Habe ich gelernt. Also,
ich glaube im ersten Gang bis zu, was waren das, 90 Liter oder sowas. Und das war ein relativ moderner und ein Solo-Gelenkbus. Und wenn man vernünftig fährt, dann verbraucht er so 40 Liter oder sowas. Das ist schon echt viel. Wenn man bedenkt, dass auf manchen Überlandstrecken oder so ländlich in ländlichen Regionen oder so, manchmal nur ja, so 3-4 Leute mitfahren, dann ist das schon ein großer Spritverbrauch. So. Ach, ist irgendwie auch mal wieder schön, Bus zu fahren. Habe ich jetzt echt lange nicht mehr gemacht. So. Dann fahren wir jetzt zum Lattenkammstieg. Boah, ich habe sogar Verfrühung. Mensch, was ist denn hier los heute? Da stimmt doch was nicht. Guten Tag. Dürfen mich auch grüßen. Ich habe mal gerade noch den Fahrscheinverkauf angemacht. Damit man auch hier mal ein bisschen Ticketverkauf hat, weil der war jetzt noch deaktiviert von der Straßenbahn, aber das ist natürlich besser, wenn wir den aktiviert haben. Denn es macht ja doch ein bisschen mehr Spaß. Und dann kommt vielleicht nur noch ein bisschen Verspätung. Ich fahre so schlecht, was habe ich denn gemacht? Entschuldigung. Ich fahre richtig gut heute. Oder habe ich irgendwas mitgenommen? Nee, einen Unfall habe ich nicht gebaut. Naja, sollen sie aussteigen. Solche Fahrgäste will ich sowieso nicht mitnehmen. So. Ich saß letztens im Zug und... Also es ist eigentlich hochtraurig, aber ich finde es im Nachhinein doch ein bisschen witzig, muss ich sagen. Da war so ein... Also... Das war ein ICE... Und, da ist er doch. Tschüss. Und da war so eine Familie mit kleinen Kindern. Die kleinen Kinder waren natürlich ein bisschen, ja, haben sich halt unterhalten, waren halt wie kleine Kinder so sind, aber es waren sehr brave kleine Kinder. Also es war jetzt nicht so, dass die irgendwie besonders genervt hätten oder sowas. Es waren halt normale Kinder, wie man sie kennt, aber so, also jetzt nicht so besonders hibbelig oder sowas. Ihr wisst, was ich meine. Also nicht unangenehm oder so, sondern ganz normal. Und obwohl die sich nur leise unterhalten haben mit der Mutter, meinte dann irgendwann ein Mann ganz plötzlich, also damit hat keiner aus dem Zug gerechnet, dass die Kleinen, nee, dass die, so hast du es wörtlich gesagt, dass die Scheißkinder doch mal ihre Klappe halten sollten oder sowas. Also er hat die Kinder tatsächlich als Scheißkinder bezeichnet. Und das total plötzlich und laut. Der ganze Zug hat es mitbekommen. Ich saß ein bisschen weit weg, aber ich habe es auch noch mitbekommen. Also in dem Moment ist mir fast der Kragen geplatzt, weil ich das, also das ist ja unverschämt, also unmöglich. Die arme Mutter, die war, glaube ich, die hatte nicht mal ihren Mann oder sowas dabei, sondern die war allein mit den Kindern unterwegs und echt, die so anzufahren, das war ein Unding. Und zweitens, beziehungsweise, das fand ich ziemlich merkwürdig,
Es hat aber auch irgendwie niemand was gesagt. Das hat mich ein bisschen geärgert. Wie gesagt, ich saß ein bisschen weit weg. Ich konnte jetzt nicht so durch den Wagen schreien, halten Sie mal die Klappe oder sowas. Das ging jetzt leider nicht. Aber ja, das hat mich echt ja, in dem Moment schon ein bisschen schockiert. Mittlerweile finde ich es ein bisschen lustig. Aber also echt, was in manchen Leuten vorgeht. Vor allen Dingen, dann fährt man halt mit dem Auto, wenn einen sowas nervt. Oder geht ins Ruheabteil. Aber das war, wo Handynutzung und alles erlaubt war. Also irgendwie echt. Manchmal, ne? Also, naja. Vielleicht habt ihr ja sowas Ähnliches mal erlebt. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns, denke ich, in der nächsten Folge oder hoffe ich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.